letzter Zeit hat die deutsche Sprache unter Jugendlichen in Kasachstan an Popularität gewonnen. Deshalb haben wir im heutigen Video einige jungen Menschen mit guter Deutschkenntnisse befragt und ihnen die einige Fragen zu ihrem Studium als auch zu Perspektiven gestellt, die sich ihnen mit Hilfe von Deutschkenntnissen eröffnen. Ich habe mit dem Deutschlernen angefangen, als ich 17 war. Damals war ich in der 10. Klasse und ich musste schon entscheiden, was ich in der Zukunft machen werde und wo ich studieren werde. Danach habe ich einige Videos über das Studium in Deutschland oder in Österreich angeschaut und ich habe verstanden, dass es die beste Möglichkeit für mich ist und ich habe Deutschlernen, mit dem Deutschlernen begonnen. Das war immer sehr erfolgreich und ich war immer motiviert. Und ich brauchte nur 18 Monate, um B2 Prüfung von Goethe zu bestehen. Und alle meine Prüfungen habe ich sehr gut bestanden. Ich habe im Jahr 2020 angefangen, Deutsch zu lernen, weil ich in Deutschland das Studium bekommen möchte und ich liebe auch Reisen und dafür brauche ich Deutschkenntnisse. Schon in meiner Kindheit habe ich mich entschieden, Deutsch zu lernen. Aber als ich 14 Jahre alt war, haben auch meine Eltern zugestimmt. Es war eine gute Entscheidung, weil in Deutschland man gut und kostenlos studieren kann und später eine gute Arbeitsstelle bekommen. Im Jahr 2018, im Februar, habe ich mich entschieden, die Deutschkurse zu besuchen und meine Lehrerin war eine Deutsche aus Deutschland. Es war angenehm und lustig, aber auch praktisch, weil als ich selbst die Sprache gelernt habe, war es nicht so effektiv. Meine erste Bekanntschaft mit der deutschen Kultur fand im Jahr 2019 statt. Seit meinen 13 Jahren verspüre ich den Wunsch, die deutsche Kultur kennenzulernen. Und einen der Tage meines Heimstudiums bin ich auf die Webseite Wiedergeburt gestoßen. Und dort habe ich viele Informationen gefunden, zum Beispiel Deutschkurse für Jugendliche. Ich lerne Deutsch seit 2019 und ich habe mich dafür entschieden, weil ich seit meiner Kindheit dort studieren wollte. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen hier in Kasachstan. Aber schon in ungefähr 6 Monaten habe ich aufgehört, weil es zu langweilig für mich war und es zu langsam dauerte. Aber schon in einem halben Jahr habe ich vorgesetzt, aber nicht hier in Kasachstan, sondern genau in Deutschland, in Hannover. Ich habe Deutschkurse für Kleine und für Schüler besucht, Wiedergeburt. Dann habe ich auch Goethe-Institut. Aber ehrlich zu sagen, die Beeinfluss dieser Kurse war nicht so stark. Alles, was ich jetzt habe, habe ich selbst gemacht, selbst zu studieren, selbst zu lernen. Ich fing an, Deutsch in den Wiedergeburtkursen zu lernen und setze es in den Goethe-Kursen vor. Ich singe sehr gerne Lieder auf Deutsch, weil es eine schöne Sprache ist. Ich begann eine deutsche Gruppe von Muradova Irina Valerianovna besuchen, wo ich 3-mal pro Woche Deutsch gelernt habe. Ich setze jetzt meine Ausbildung an der Deutsch-Kasachischen Universität fort. Hier lerne ich Deutsch weiter und vertiefe meine Sprachkenntnisse. Deutschkenntnisse bietet viele Möglichkeiten, weil man nicht nur in Deutschland Deutsch spricht, sondern in anderen Städten. Und du hast große Auswahl. Wozu leben und studieren? Sowie gibt es viele Bücher, die ich lesen möchte, aber sie keine russische oder englische Übersetzung haben oder die Übersetzung inkorrekt ist. Jetzt studiere ich Informatik an der Deutsch-Kasachischen Universität und nach dem Abschluss plane ich meine Studium in Deutschland fortsetzen. Deutsch gibt uns eine Möglichkeit, in vielen Ländern mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Ich studiere momentan an der Deutsch-Kasachischen Universität und plane in 3 Jahren nach Deutschland wechseln und dort mein Studium fortzusetzen.
Jetzt, nach einem Jahr von DKU, Deutsch-Kasachischer Universität, werde ich an der Technischen Universität Darmstadt studieren, Politikwissenschaft. Nach dem Schulabschluss habe ich ein Jahr in Deutschland verbracht. Dort habe ich in einem Studienkolleg studiert und jetzt werde ich an der Universität Dresden weiter studieren. Und ich plane, weiter in Deutschland zu arbeiten. Wie ich das schon gesagt habe, anfangs habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, um nach Deutschland auszureisen. Aber als ich am ersten Projekt des Wiedergeburts teilgenommen hatte, haben meine Pläne verändert und jetzt möchte ich hier in Kasachstan bleiben, um weiter in zukünftigen Projekten des Wiedergeburts teilzunehmen. Also lernen Sie Deutsch, abonnieren Sie unseren Kanal und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Lernen Sie Deutsch, singen Sie deutsche Lieder und tanzen Sie deutsche Tänze.